So, hallo. Eine Isaac. kurze Aufnahme von Isaac habe ich vor, in der wir mit Jakob und Iso nochmal den Guidran probieren. Genau, das machen wir. Und nachdem ich ja mittlerweile ein bisschen schlauer bin, was die Handlung, was das Handling dieser Charaktere angeht, vor allem kann ich jetzt mit ihm hier komplett durch die Gegend laufen, weil ich meine Tastatur umgestellt habe. Das lag einfach wirklich daran, aber das habe ich im letzten Part, glaube ich, schon gesagt, dass wir, nicht, dass wir, dass ich nicht, also die Tastatur kann ich gleichzeitig Steuerung und W drücken. So, das ist aber einfach, das ist einfach ein Fehler der Tastatur. That's all. That's all. Okay, theoretisch ist es eigentlich, also eigentlich ist es, also eigentlich ist es ja für dealtechnische Sachen egal, weil man kriegt ja den Deal, wenn man diesen Quatsch schafft, oder? Wie war das hier? Ich werde es trotzdem mal so machen, dass beide eins haben. Okay. So, leider noch kein Schlüssel gekriegt, aber 5 Münzen. Und 5 Münzen könnten bedeuten, dass wir uns hier einen Schlüssel leisten können gleich. Ich mache jetzt mal ganz schnell das Feuer hier weg, bevor mir das irgendwann ins Gesicht springt. Da wäre ich nicht so dafür. Same goes for this Feuer. Und dann catchen wir einmal den Schlüssel. Da ist schon mal ein Damage ab zum Kaufen. Ich muss auf jeden Fall was testen, wenn wir 15 Münzen haben. Ich werde auf jeden Fall gleich was testen, wenn wir 15 Münzen haben. Aber erst brauchen wir 15 Münzen. Okay, das ist dieser Schutz um mich rum. Ja, ist egal, wer es bekommt. Das kriegt jetzt mal er hier. Okay. Let's go. Ich hoffe, ich renne nicht versehentlich auf den Schalter wieder drauf. Das war letztes Mal sehr, sehr dumm, dass das passiert ist. Überhaupt ist der letzte Run eigentlich nur deswegen schiefgegangen. Also hier dieser Run hier, weil ich ja unbedingt meinte, ich muss noch den Satan-Deal in der Herzebene starten und dann vom Herz einfach verprügelt wurde. Hätte ich einfach nicht tun sollen. Hätte ich einfach nicht tun sollen. Dann wären wir sicherlich noch ein bisschen weiter. Oh mein Gott. Dann wären wir. Uah! Langsam wären es ein bisschen viele. Aber dann wären wir sicherlich noch ein bisschen weiter gekommen. Das ist zumindest meine Sicht der Dinge. Junge, ich krieg die. Ich krieg die. Ich werde die hier nicht. Ich werde die hier nicht los. Das gibt's doch nicht. Muss nur darauf achten, dass die relativ, wenn sie getroffen werden, dann relativ gleichmäßig, aber am besten werden sie gar nicht getroffen. So, jetzt haben wir ein bisschen aufgeräumt. Bevor, oh mein Gott, es sind so viele neue. Nein! Hör auf damit. So, aber wie gesagt, ich muss gleich was testen, ob das funktioniert. Habe ich mir schon die ganze Zeit über gefragt. Und zwar folgendes. Wenn ich jetzt gleichzeitig hier hochlaufe, es ist der gleiche, die gleiche Frage wie schon im Angel Room. Und im Angel Room hat es natürlich funktioniert, dass man beide Items bekommen hat. Aber kann ich mit 18 Münzen, wenn ich gleichzeitig hochlaufe, kann ich mit 18 Münzen doppelt ein Item kaufen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Dafür muss ich exakt gleichzeitig hochlaufen. Und zwar so, dass sie auch die Items mitnehmen würden. Ich würde. Ja, ich denke, so passt's. Mal gucken. Interessant. Interessant. Der von Jakob ging jetzt eher los. Okay, ich meine, ich habe nicht erwartet, dass es geht, aber es hat mich gereizt, es auszuprobieren. Na? Interessant, der von Jakob ging eher los. War es Zufall oder war Jakob einfach ein Stückchen zu weit oben? Ich weiß es nicht. Speed haben sie ja gleich. Vielleicht ist es wirklich Zufall, dass dann das Spiel sich einfach eins von beiden aussucht. Oder die haben unterschiedliche Hitbox. Das kann auch sein, weil das war ja ein Pedestal-Item.
Das war ein Pedestal-Item beim Satan. Beim Angel Deal war es ja ein Pedestal-Item. Wenn die Items vielleicht auf dem Boden liegen, vielleicht haben die dann eine andere Hitbox. Dass die wirklich nicht exakt die gleiche Hitbox haben. Das könnte sein, ich weiß es nicht. Aber es gibt ja schon unterschiedlich große Items, ne? Also reagieren die wirklich auch im Shop? Haben die eine Hitbox entsprechend ihrer Form oder so? Wäre mal interessant. Hat man sich noch nie Gedanken drüber gemacht, aber nur jetzt sozusagen kommen überhaupt solche Ideen. Eben weil man jetzt diese Situation hat. Wäre echt mal interessant zu wissen, ne? So, wir müssen den Satan-Deal spielen, aber ohne ihn zu nehmen. Möchte ich gerne wieder einen Angel-Deal haben nächstes Mal. Okay. Wir holen uns zwischendurch kurz einen Schlüssel. Dass wir den schon mal für die nächste Ebene haben. Und sonst haben wir hier nichts zu tun. Wir gehen noch kurz hier da rein. Weil auch das ist jetzt kein Problem. Okay, da wäre jetzt eh ein Schlüssel gewesen. Na gut, hätte ich nicht machen müssen. Ist aber egal. Weil hier genug Kerzen rumliegen, die ich mir snacken kann. Und dann würde ich ihm jetzt tatsächlich noch ein blaues Herz geben zur Sicherheit. Und vielleicht den Fisch. Und vielleicht den Fisch. Okay. Wait, aber den Fisch sollte er so bekommen. Ach, da war wieder jemand ein bisschen greedy. Ich dachte, ich bin mit, ja, Fisch, mit dem Fisch auf Iso gelaufen. Mit Iso auf den Fisch gelaufen. Aber es ist egal. Also ich krieg's ja. Ich kann's ja wieder umstellen. Das ist jetzt nicht das große Problem. Trinkets kann ich jederzeit tauschen. Kann es eigentlich sein, dass wir gleich einen Angel Room auch bekommen? Nee, es ist 100% Satan-Deal. Never mind. Es ist 100% Satan-Deal. Ja, aber wie gesagt, ich gehe nicht rein, weil ich will auf jeden Fall einen Angel-Deal nächstes Mal haben. Deswegen gehe ich nicht rein. So, jetzt kriegt aber Iso den Fisch. So. Okay, hier kann ich nichts tun. Weiter im Programm. Einmal hier rein. Ein Tears Up. Sird würde ich mal Dings geben. Hier, Jakob. Okay, dann gehen wir hier rein. Keine Ahnung, was das ist. Kriegt mal Iso. Dieser Bleeder. Whatever. Okay. Es ist ein Item. Sagen wir einfach, es ist ein Item. So, wenn jetzt hier Herzen rum... Okay, es liegt ein Herz rum. Dann würde ich direkt gleich mal den Stachelraum mitnehmen. Oh, das ist der Bleeder. Manchmal kriege ich so einen Mehrfacheffekt raus, ja? Alles klar. Coole Sache. Kann ich mit... Okay, das ist auch eine coole Sache. Ist immer ein bisschen schwierig, weil es viele Möglichkeiten für Geheimraum gibt. Ich würde es jetzt alles mal behalten, falls wir woanders mal was sprengen wollen. Falls es irgendwo was weiß ich, ne? Okay, das brauchen wir hier alles nicht. Cozy wäre nice. Cozy wäre nice. Cozy wäre eine Sache. Dafür würde ich auf jeden Fall versuchen zu gehen. Aber dann traue ich mich wahrscheinlich auch eher nicht, das nochmal zu probieren. Nicht, dass ich dann versehentlich das falsche Item mitnehme. Also vielleicht geht das nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht kann man wirklich nur ein Item kaufen. Entweder das Spiel entscheidet es per Zufall. Oder eben nicht. Ach, geh! Da wird er einfach getroffen. Unfassbar.
Weil so wenig Gegner gleich getroffen werden, ist natürlich ein bisschen dumm. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Nicht so nah. Geh kaputt. Okay. Ah, jetzt kommen hier die blöden Knochenköpfe dazu. Okay, geh weg. Sehr gut. Du gehst auch weg. Ach, geh heim, Mensch, dass ich mich immer von so Blödsinn treffen lasse. Immer wieder ärgerlich. So, die Frage ist, wer würde Cozy... Juhu, wer würde Cozy kriegen? Ich würde im Moment zu Jakob tendieren. Andererseits, wenn ich jetzt noch öfter getroffen werde, dann wäre es Isso, der das bekommen sollte. Haben wir noch eine Runde vor? Ja, wir haben noch eine Runde vor uns. Wir sind in 7 von 10. Mist. Mist, da kommt... Oh, nee, der macht blödes Zeug. Der kann so spucken, ne? Ich gehe mal hier hoch, da ist weniger los. Oh, ich habe die getrennt. Das war nicht gut. Ja, nee. Gefährliche Kacke hier, die am Bienen ist. Ist viel zu viel los. Hilfe. Ah, die sind schon wieder so auseinandergegangen. Will ich nicht. Das finde ich nicht gut. So. Wo ist der Gegner noch? Der Spucker ist noch da, ne? Ja, okay, das war's. Sheesh. Okay, ich kann mir ein Item holen, aber jetzt... Oh, jetzt ist dieser kritische Moment gekommen. Ich meine... Ich kann Jakob, kann ich ein blaues... Ja, komm, Jakob. Du nimmst mal das. Jetzt ist da Halo. Halo wäre natürlich auch nice. Kriegen wir nochmal 15 zusammen und geben dann Isso Halo? Und ich muss jetzt auf Isso aufpassen? Ich muss jetzt auf Isso einfach aufpassen. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich muss ihn nur erledigen, bevor der nächste kommt, dass ich da möglichst viel Zeit habe. Kriegen wir aber hin. Nice. Nein, wir kriegen nicht genug Münzen. No! War das jetzt kacke? Ich hätte sogar ein Halo bekommen. Vielleicht spawnen die nochmal Münzen. Vielleicht droppen die Münzen, wenn ich sie kaputt mache. Das wäre natürlich noch... Ah, Mist! Okay, da spawnt überhaupt nichts. Ah, blöd. Zwei Münzen fehlen mir. Ist hier vielleicht noch eine Münze? Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Scheiße. Zu viele Möglichkeiten für anderes zu... Ja. Okay. Die Möglichkeit wäre, dass die zwei Kollegen mir... Okay, ich habe zwei Möglichkeiten für Münzen. Okay, passt auf. Jetzt haben wir wieder die Situation, dass ich hier zweimal sprengen kann. Muss dann nur aufpassen. War so klar. Aber es ist egal. So, du gehst darüber, du holst dir Halo. Sehr nah. Oh, noch ein HP, aber das kann man uns jetzt nicht mehr leisten. Das ist okay. Okay, 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 okay. Gut. Dann Angel Deal. Genau, der ist jetzt nämlich bei 100%. Muss nur... Kollege. Vorsichtig hier. Immer vorsichtig hier, ne? Erst die wegmachen. Dann kümmere ich mich um den Großen. Weil noch kann ich dem keinen Schaden machen, ne? Ich muss erst die Dinger wegmachen, genau. So, jetzt geht's los. Nee, hä? Kann ich nur noch keinen Schaden machen. Hä, habe ich irgendwas verpeilt?
Ach, der muss sich so rumdrehen. Ah, ist ja widerlich. Aber solange nur ich ihm Schaden mache, ist ja alles okay. Kann ich dieser Kugel mal auch Schaden machen oder fliegt die jetzt einfach da die ganze Zeit rum? Jo, was war das denn? Das macht der Kugel offenbar überhaupt gar keinen Schaden. Interesting! Ich habe mich getrennt. Lass mal wieder zusammenfinden. Aua! Jetzt sind alle weg. Jetzt gehe ich auf ihn. Alles ist das stressig. Jetzt hat er alle Kugeln losgeschickt. Ah, nee. Nee. Okay. Mein Gott. Nice. So, wer bekommt die besseren Tränen? Oh, ich... Wahuhu. Ich müsste es eigentlich so gönnen, weil er jetzt eh schon den besseren Damage hat, dass sich das noch besser erweitert, dass sich das noch mehr erweitert. Ne? Also dann machen wir das so und so. Ich würde natürlich gerne den Cube of Meat nehmen, aber der ist halt vorne und dann kriege ich nicht beides. So müsste es funktionieren, dass ich beides bekommen kann. Wenn ich Glück habe, bekomme ich wieder beides. Ich hoffe, es haut hin. Yes. Es hat hingehauen. Okay, coole Sache. So. Dann versuchen wir jetzt noch so zu sprengen, dass wir die Feuer mitnehmen, aber nicht den Engel. Dass das andere Feuer halt nicht gesprengt wurde, ist wieder dumm. Aber gut, es ist so. Gut. Sieht doch ganz interessant aus. Sieht doch ganz interessant aus. Schlüssel haben wir noch für die nächste Ebene dabei. Weiter geht's. Sieht doch ganz interessant aus bisher, die Geschichte hier. So, was haben wir hier? Den Schlüssel nimmt jetzt erstmal Isso mit. Das sind, glaube ich, nochmal auch zwei blaue Herzen. Ein blaues Herz, okay. Ist egal. Passt schon. Oh, das sind die Bomben. Da wir eh beide die gleichen Bomben haben, ist es vermutlich wirklich jetzt wirklich völlig egal, wer die... Ach so, wobei dann der eine wahrscheinlich die Bomben setzt und der andere die anderen oder irgendwie sowas. Ja, ist egal. Wir kriegen in jedem Fall auf jeden Fall 5 Bomben zusätzlich. Wahrscheinlich sind es die einen Bomben die neuen und die anderen Bomben sind die normalen. So ungefähr könnte ich mir das jetzt vorstellen. Bevor das hier nachher Probleme gibt, sprengen wir die Dinger gleich mal. Ne, es sind beides. Ja, sehr wurscht. Boah, Junge. Also das nächste Damage-Up sollte auf jeden Fall Jakob bekommen. Der ist gerade noch nicht so gut drauf. Okay, da liegt jetzt schon ein Herz. Ach so, ja gut, das Herz nützt mir... Ah, blöd. Okay, da gehen wir rein. Ich hoffe, die Truhe bringt was Gutes. Wenn nicht, Pech gehabt. Ich kann es leider nicht vorher checken. Na, das war es jetzt nicht wert. Short. Okay, also genug Herzen liegen rum. Dann können wir jetzt mal einmal hier sprengen. Und einmal hier. Und einfach gucken. Vielleicht ist da der Geheimraum. Ich meine, ich kann halt eine zweite Bombe setzen. Ne? Ich will ja an sich nur die eine Bombe setzen. What happened? War das meine? Das war ja strange. Okay, alles klar. Gut, ich überlege nur gerade, ob ich schon jetzt in den Stachelraum... Ich gehe jetzt in den Stachelraum. Wir gucken lieber erstmal gleich rein, was da ist. Eine Rune. Und zwar Ansys. Das war Vision, oder? Wieso sehe ich das jetzt nicht, wenn ich das auswähle? Hat es nicht sonst immer angezeigt, was es ist? Ja, blöd. Ich glaube, Ansys war Vision. Dann könnte ich Vision auch einfach gleich einsetzen. Ich gucke nur ganz kurz sicherheitshalber nach, aber ich glaube, Ansys war Vision. Nein, ich meine nicht Fenster Vision.
Ich meine schon. Vision. Vision. Früher, als man noch dachte, I wish heißt ich wische. So, genau, reveals die entire Map. Ja, komm. Ist egal in welcher ich eben ich das jetzt einsetze. Was weg ist, ist weg, dann, sonst vergesse ich es nur wieder. Lul. Und mit Glück ist hier schon gleich. Nein, da unten. Ah, da komme ich noch gar nicht ran. Ja, das ist auch wieder eine ganz stabile Geschichte gewesen. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir kämpfen. Ich meine, die Homing-Shots von Dings sind halt insane gut. Die sind halt insane gut. Also ESO ist hier im Moment mein Tank, könnte man sagen. Deswegen so wichtig, Angel Deals zu bekommen. So enorm wichtig. Jo! Vielleicht nicht in meinem Gesicht spawnen, das wäre ganz cool, danke. Ja, Ans tankt mir das hier gerade komplett. Jakob müsste auch noch ein bisschen Damage abbekommen für den Fall, dass er mal aushelfen muss. Aber Ans tankt mir das hier gerade komplett. Okay. Hier gibt es jetzt nichts Brauchbares zu kaufen. Ich werde jetzt hier auch nicht anfangen zu rerollen. Ich hole mir den Schlüssel. Nee, wir warten ab. Wir warten erstmal den Geheimraum ab. Ich brauche jetzt nicht gleich einen Schlüssel kaufen. Das ist kompletter Schwachsinn. Das ist kompletter Schwachsinn. Oha. Ja, ich wollte gerade sagen, der schießt doch bestimmt gleich so einen Laser-Kack. Aber der schießt, glaube ich, nur gerade runter. Das ist noch nicht der Schwierige, ne? Der Rote ist der Schwierige. Und der Dunkle ist vor allem der Schwierige. Der Dunkle ist mies. Okay, den kriegen wir ja problemlos weg. Den kriegen wir ja richtig problemlos weg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir nämlich 50-50 Chance. Wir könnten wieder einen Angel Deal bekommen. Wir könnten den nächsten Angel Deal gleich bekommen. 50-50 Chance. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Yes! Yes! Oh mein goodness. So, ich glaube, das eine ist Fliegen. Fliegen bringt mir ehrlich gesagt in Greed-Modus nicht so viel. Ich gucke nur zur Sicherheit ganz kurz nach. Safety first. You know the deal. Safety first. Ich glaube aber, es ist Fliegen gewesen. Eines der ersten Items, glaube ich sogar. Müsste mit bei den ersten Items sein. Genau, gibst dir. Ach so, und Spektraltränen aber auch. Zählt als eines der Items, um Seraphim zu werden. Habe ich schon ein anderes Item, was mich zu Seraphim macht? Was habe ich denn oben eingesammelt? Ich habe das Sacred Heart eingesammelt. Macht mich das auch zu Seraphim? Nee, das macht mich nicht zu Seraphim. Und ich habe eingesammelt. Was hat denn Jakob oben eingesammelt? Ach ja, der Engel, der um mich rumfliegt. Der Engel, der um mich rumfliegt. Der Engel, der um mich rumfliegt, wo ist der denn? Wo ist der denn zu finden? Engelchen, wo bist du denn? Wo bist du, Engelchen? Bist doch kein Repentance-Item. Ich hab dich doch schon mal gesehen, hätte ich gedacht. Wo bist du, Engelchen? Ich weiß nicht, wie du heißt. Das ist das Problem. Da bist du. Guardian Angel, genau. Okay, Guardian Angel zählt als eines der Items, um Seraphim zu werden. Okay.
Das heißt, wenn ich jetzt Dead Dove nehme, hätte ich zwei Items, die Seraphim werden. Allerdings ist ja auch noch Rosary. Rosary ist auch so ein Seraphim-Item. Okay, Rosary ist auch so ein Seraphim-Item. Und das Neue nehme ich auf jeden Fall mit. Also dieses Licht, was die Dinger verlangsamt, nehme ich sowas von safe mit. Die Frage ist jetzt nur, wer es bekommt. Darum ging es mir, ne? Das ist alles, darum ging es mir. Wer dieses Licht bekommt. Weil ich glaube, das Licht zählt nicht zu Seraphim dazu. Bin mir noch nicht sicher. Ich guck mal noch schnell nach. Nee, genau. Das Licht zählt nicht zu Seraphim dazu. Okay. Also, folgende Reihenfolge. Genau, so wie sie jetzt stehen passt. So wie sie jetzt stehen passt. So wie sie jetzt stehen passt. Ich hoffe, es funktioniert. Wünscht mir Glück. Nice. It worked. So, und jetzt müssen die natürlich beide immer im Licht bleiben. Dann ist auch alles cool. Okay. Jetzt bin ich aber auch so frei und probiere hier nochmal zweimal Bomben zu legen. Auch das ist jetzt ja kein Problem. Gehst hier hin, du gehst hier hin. Und dann Abflug. Schade. Aber es gibt Schlimmeres. Du gehst hier hin, du gehst hier hin. Und dann Abflug. Nice. Was bist du denn jetzt? Geh weg. Okay. Gut, eine Bombe haben wir noch. Dann hier natürlich sinnvoll, eine Bombe hier zu legen. Hier, sodass der Geheimraum aufgeht. Aber da drüben auch, dann können wir den anderen Totenkopf noch mitsprengen. So müsste das funktionieren. Nice. So, was haben wir hier drin? Gut, wir brauchen zwei Schlüssel. Alles klar. Hab mir gesagt, ich kaufe noch keine, aber jetzt brauchen wir dann doch noch zwei Schlüsselchen. Ist in Ordnung. Hoffen wir, dass es was Nützliches ist. Wir werden sehen. Okay, ich meine, ein Schlüssel für zwei Schlüssel. Na, why not? Ja, gut. Ja, gut. Ist jetzt noch nicht das Genialste gewesen, aber ist jetzt auch nicht wahnsinnig dramatisch gewesen. Gut. Hier haben wir alles gesehen. Herzen aufheben ist jetzt Quatsch. Jetzt schon was kaufen ist auch Quatsch. War nichts Gescheites dabei. Weiter im Programm. Ob ich jetzt halt dann wieder in den Herzkampf reingehe, weiß ich noch nicht. Ne? Muss ich mir noch gut überlegen. Okay, Damage Up kriegt jetzt auf jeden Fall er. Geht's da auch safe so hin, dass er mal ein bisschen hier auch mehr Damage macht. Ist noch nicht viel, weil es nur so stückweise ist, aber ist okay. Besser wie nix. Das gucke ich ganz kurz nach. Das weiß ich gerade nicht, was das ist. Das sieht mir auch nach was aus, was ich noch nicht so oft gesehen habe, zumindest. Ich glaube, ich habe schon irgendwann mal gesehen. Es ist auf jeden Fall. Es ist Little Horn. Science. While firing tears, you have a 5% chance. Während du Tränen feuerst, hast du eine 5%ige Chance, eine Void-Tier zu feuern, die jeden Nicht-Boss-Gegner sofort tötet. Okay. Klingt gut. Außerdem bekommt der Charakter einen Horn auf dem Kopf, der Kontaktschaden macht, die da reinlaufen. Oh, solche Void-Tränen können auch so Steindinger zerstören. Okay. Interessant, interessant, interessant. Kriegt man zum Beispiel auch vom Demonbagger dieses Ding oder vom Curse Room, in dem Fall jetzt halt hier. Sehr interessant. Die Frage ist, wer bekommt's? Ich würde sagen, Jakob bekommt's. Ich würde sagen, es bekommt der mit der höheren Tierrate. Na, dann wäre es aber dann doch wieder Imse hier, ne? Ach nee, Quatsch. Jakob hatte die höhere Tierrate. Passt schon, Jakob bekommt's.
Na, weil dann habe ich mehr Chancen, dass es mal so eine Träne wird. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch noch schnell wieder in den Stachel. Erstmal gucken wir hier hoch. Erstmal gucken wir hier hoch. Da ist das Geschenk. Was einfach random ein Pedestal-Item spawnt, was es eben in dem jeweiligen Raum gäbe. Das würde ich doch fast sofort jetzt mal mitnehmen und im Itemraum 1. Ich weiß gar nicht, ob das hier sozusagen einen Unterschied macht, ob man es im Itemraum 1 sitzt oder sonst wo. Ne? Aber das nehmen wir doch gleich mal mit und setzen es auch ein. Ja, den Fan braucht man nicht. Dann haben wir hier jetzt itemtechnisch auch schon alles gesehen. Dann setzen wir das Ding jetzt ein. Gucken, was es gibt. Okay. Ich würde sagen, wir spielen gegen das Herz. Ach, das ist Book of Revelations. Ja, never mind. Ich habe nichts gesagt. Ach, dann hätte es eigentlich ist so... Ja, weil... Das Herz kriege ich ja direkt. Das spawnt ja nicht auf dem Boden, richtig? Ja, das kriege ich einfach direkt. Ist okay. Ist okay. Dann ist er halt recht schnell jetzt voll und ich muss ein bisschen mit Isso aufpassen. Dafür hat Isso mega Damage und das Dings um ihn rum. Also, eigentlich alles cool. Eigentlich ist alles cool. So, jetzt können wir hier reingucken. Yo! Bitte kein Teleport hier raus, sonst muss ich wieder rein. Außer Teleport in den Satan-Deal, da wäre ich da. In den Angel-Deal, da wäre ich dabei. Das schmeckt. Das nehme ich jetzt mal mit Isso, dann versetze ich es auch nicht versehentlich ein. Wenn ich nämlich jetzt eine Q drücke, würde ich es einsetzen. Das will ich jetzt ja nicht. Das schmeckt, okay. Okay. Jetzt sind wir in der Wump-Ebene. Pandoras Box macht folgendes. Ich würde gerne dahin, wo ich zwei Items bekomme. Wo ist es? Ist es Wump? Ja, Wump ist zwei Boss-Items. Wump ist zwei Boss-Items. Wump 2 wäre die Bibel. Ich weiß jetzt nicht, als was das hier zählt. Ob das jetzt Wump 1 oder Wump 2 ist. Sheol wäre ein Devil Room Item. Kathedrale kriegen wir hier ja eh nicht. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, ich setze es doch gleich ein. Ne? Das ist jetzt, ja, das ist jetzt der beste Ort, um es einzusetzen. Tatsächlich. Das ist jetzt einfach der beste Ort, um es einzusetzen. Ich gehe nur kurz in den Platz, wo ich es gut einsetzen kann. Und wir gucken mal, wie das hier heißt. Ja, okay, es ist Utero, aber das macht dann ja keinen Unterschied. Genau, zwei Bosse. Jetzt ist die Bibel dabei. Ja, dann spielen wir gegen das Herz. Gar kein Problem. Und damit ist er Seraphim geworden. Sehr schön. Und der andere bräuchte auch nur noch ein Item, um Seraphim zu werden, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Coole Sache. Coole, coole Sache. Okay. Das heißt, er kann jetzt sowieso fliegen. Er braucht die Bibel dafür nicht mehr. Lul. Ja, wir könnten die Bücher bei Gelegenheit austauschen. Wir können die Bücher bei... Wenn wir noch ein Pedestal-Item finden, also noch ein Spacebar-Item finden, könnten wir die Bücher noch bei Gelegenheit austauschen. Das wäre noch eine ganz coole Geschichte. Okay. Aber hier ist kein weiteres Pedestal-Item, deswegen lassen wir das hier sein. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Den Kollegen habe ich da gar nicht gesehen. Er kann da ja umsonst hin. Ich muss nur aufpassen. So, jetzt müsste es funktionieren. Ohne, dass ich in die Stacheln reinrenne. Sehr gut. Oh, stopp. So rum. Oh, er kann mir sogar die Batterie holen. Nee, der andere muss hinlaufen. Der andere muss hinlaufen. So, du gehst darüber und du holst mir jetzt die Batterie. Mit ein bisschen mehr Abstand, sag, flieg, Kleiner. Ach, er zählt nur für sich, er zählt nur für sich. Ich verstehe, er zählt nur für sich. Er kann sie mir nicht holen, die Batterie. Schade. Aber ich könnte einfach so reinlaufen, das ist ja nichts Schwieriges. Er kann mir die Batterie aber rausschieben. Gehe hier auf Nummer sicher, ich mache hier keinen Blödsinn. So, Abstand. So.
Und jetzt schieb die Batterie zu mir. Nice. Ich liebe diese Zusammenarbeit. Sehr schön. Ja, dann kämpfen wir mal wieder eine Runde, würde ich sagen, ne? Lang genug nicht mehr gekämpft. Oh, da müsste ich erstmal warten. Bis der rauskommt. Jetzt kommt er raus. Tschüss. Du machst gleich einen Abflug. Du machst auch gleich einen Abflug, bevor hier irgendeine blöde Brimstone-Kacke irgendwo hinfliegt. Genau. Also, bisher bin ich guter Dinge. Das Ding ist halt, und ihr wisst ja, wie es läuft. Da war der Effekt. Das war der Void-Effekt von der Träne. Na, da kommt dann dieses Ding und nimmt die Gegner mit. Sieht nice aus. Kann ich... Oh mein Gott, was tue ich? Ist die Maske nicht von dem Slow-Effekt betroffen? Nee, scheinbar nicht. Ah, interessant. Weil die Maske wahrscheinlich keine Seele hat, ist die nicht vom Slow-Effekt betroffen. Weil das Herz dieser Maske ist ja woanders. Oh Gott, was hat mich getroffen? Ah, was hat mich jetzt wieder getroffen? Ich muss das Herz jetzt mal hier wegmachen. So, genau so. Jetzt ist alles andere cool. Oh, ich könnte schon wieder hier das einsetzen. Da muss ich immer drauf achten. Ich krieg ja alle paar Räume. Alle paar Räume, sag ich schon. Alle paar Dings kriege ich ja schon den Kram. Okay, cool. Kaufen wollen wir da oben eh nichts mehr. Also gehen wir einfach weiter. Mit der Runde. Yo, ich bin guter Dinge. Ich bin im Moment guter Dinge, was diesen One angeht. Ich bin wirklich guter Dinge. Wir sind schon ziemlich gut drauf. Wenn ich nicht nachher kompletten Bullshit mache, na, dann sollte das laufen. Ich meine, das Ding ist, wir kriegen ja einen Damage Cap wieder beim Boss. Also unser Damage wird ja zurückgesetzt. Nützt mir also nichts. So effektiv. Der Damage, den ich habe. Aber ansonsten, Homing Tears und so, der Effekt wird ja nicht zurückgesetzt. Das passt schon. So, jetzt schicken wir einmal das Herz in die ewigen Jagd. Okay, wir schicken das Herz nicht in die ewigen Jagd und es kommt gar nicht das Herz. Ist auch in Ordnung. Ist auch, ich dachte, das Herz kommt immer. War gar nicht der Fall. Dann hatte ich damals nur Pech, dass das Herz gekommen ist. Weil die sind ja jetzt nicht das Problem. Also die sind jetzt ja lächerlich. Mit dem, was wir haben. Und wir haben wieder 50-50%. 50-50%. 50-50 Chance auf coole Dinge. Also kann man fühlen, ne? Tschüss. Naja, es ist der nächste Angel. Ich werd bekloppt. Ich krieg wieder zwei Items und ich kann sie mir einfach nehmen. So. Sind wir richtig positioniert? Dann Abflug. Nice. Jetzt haben wir hier vor allem das Book of Virtues. Was ist denn da jetzt der Zusammenhang? Eieieiei. Der Zusammenhang mit der Bibel. Das ist ja auch wieder interessant. Okay. Schlüssel haben wir für die nächste Ebene. Stachelraum war mal drin. Hier gibt's nichts zu tun weiter. Abflug, weiter. Weiter. Immer weiter. Sheol ist das nächste. Sheol ist next. Guck noch kurz nach ein Steinchen. Aber ich sehe Steinchen technisch nichts. Okay, cool. Passt. Passt. So, hier gibt es ein Item. Das ist, glaube ich, Tears Up, wenn ich nicht mich täusche. Das kann jetzt Sheol, wollte ich so sagen. Das kann jetzt ich so mitnehmen. Ah, es war nicht Tears Up, ist egal. Aber es hat ein schwarzes Herz auch mit dazu gegeben. Jo, was bist du? Solange du nichts bist, was mir den One verhagelt, nehme ich dich mit. Aber ich lese dich lieber kurz. Du siehst aus wie so eine Tretmine. Keine Ahnung, so eine rosa Tretmine. Creepshots. Gives you a random chance while firing tears to also fire a creepshot, which deals double your tear damage and places white creep on the floor. That slows enemies down. Okay. Ja, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ist eigentlich dann egal, wer es bekommt. Auch da würde ich aber wieder sagen, bekommt es derjenige, der die höhere Tierrate hat, damit der Effekt
öfter vorkommt. Und das ist nach wie vor Jakob. Coole Sache. Coole Sache. Also Esso geht mit dem Damage voran. Und Jakob räumt einfach effekttechnisch hier auf. Okay, das ist Range Up. Die Fliege nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir drücken mal kurz den Knopf. Was kann schon schief gehen, ne? Cool. Ich überlege nur gerade, ob ich erstmal nur die Fliege anpeilen soll. Ja, ich peile erstmal nur die Fliege an. Huch, komm her. Ja, die Karte können wir eigentlich auch mitnehmen. Dann sehe ich noch die anderen zwei Geheimräume. In Ordnung. Ansonsten würde ich es jetzt hier lassen. Spielen wir die Ebene. Die räumen böse auf. Oh, ich kann schon wieder hier einsetzen. Habe ich gar nicht gemerkt. Was ist, wenn ich jetzt eigentlich das Book of Virtues... Also ist es jetzt... Ich setze mal kurz die Bibel ein. Ob der da jetzt auch so eine Flamme hat? Ich glaube das nicht ganz. Nee, ich glaube nicht. Doch, der hat jetzt so eine Flamme. Okay, also muss ich die auch jetzt jedes Mal einsetzen, dass ich so eine Flamme generiere um mich rum. Wäre ja sonst Verschwendung. Mein Fliegen kann er eh, es ist egal, ne? Also die Bibel hat jetzt keine Bedeutung mehr. Weil das Herz kommt jetzt auch nicht mehr. Also... Oder kommt das Herz? Ich glaube, das Herz kann nochmal in der Chest-Variante kommen von den Bossen. Ich glaube, da kann es nochmal auftauchen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. So ein Batterie-Item wäre noch cool, wegen dem Book of Relevant. Weißt du schon. Alles klar. Oh, ich bin ein bisschen getrennt worden gerade. Aua! So, und tschüss. War nett mit dir. Oh, okay. Kriegen wir... Ah, ja, gut. Die machen jetzt natürlich nochmal Ärger. Aber ist okay. Darf nur nicht zu sehr in die reinlaufen. Weil Brimstone wird halt nicht verlangsamt. Aber wenn ich von oben auf die drauf schieße, geht das alles fit. Ah, jetzt bin ich in den reingelaufen. Ist aber auch egal. So, tschüss. Und Satan-Deal. Okay. Wir gehen rein. Wir gucken rein. Wir schauen, was es gibt. Oder gehen wir nicht rein? Nee, wir gehen rein. Okay. Was haben wir jetzt hier Hübsches? Perthrow und Evertz. Evertz war, glaube ich, Passage. Und Perthrow weiß ich gerade nicht. Passage nützt mir nichts. Ich will ja die Runden spielen. Ja, Evertz war Passage. Ach so, gut, es könnte ein Crawl Space kommen. Insofern kann man es mal einsetzen. Und Perthrow war... die Pedestal-Items werden gechanged. Okay, das kann man mitnehmen. Das ist cool. Kann man mitnehmen. Fühle ich. Gut. Dann haben wir hier nichts weiter zu tun, ne? Weiter im Programm. Noch ein blauer Stein oder so? Nee, Abflug. Ach so, haha, haha. Weiter im Programm sagt er und kauft sich die Karte und geht nicht in den Raum rein. Ich bin auch wieder Lost LP einfach hier. So, dann machen wir Folgendes. Du sprengst hier mal. Dann haben wir nämlich auch die Möglichkeit, nochmal Kohle zu generieren bei den Typen. Oh, jetzt haben wir sogar ein HP-Up dazu. Mit Damage. Oh, das kriegt. Yo! Er kriegt einfach sein Zeug jetzt voll. Er kriegt jetzt einfach sein Zeug komplett voll. Ja, den Damage-Up gebe ich ihm. Den Damage-Up gebe ich Jakob. Bitte nicht so, dass was anderes gekauft wird. So, den Damage-Up kriegt Jakob. Sehr nice. Sehr nice. Damit ist Jakob komplett voll.
Und Iso können wir noch beim nächsten Mal voll machen. Okay, gut, dass ich... Ah, ich war auch noch nicht im Stachelraum. Da gehen wir auch noch fix rein. Da gehen wir auch noch fix rein. Da fliegen wir allerdings rein mit Iso natürlich. Huch, so rum. Iso fliegt eine Runde in den Stachelraum. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn Iso ja jetzt hier fliegen kann, wenn ich jetzt aber zusätzlich nochmal die Bibel einsetze? Zählt es dann als neues Nicht-Schaden nehmen? Und kann er dann sozusagen zweimal ohne Schaden durch? Weil ich ihn jetzt praktisch neu zum Fliegen gebracht habe? Oder nimmt er jetzt Schaden? Okay, hat leider nicht funktioniert. Hätte ja sein können. Ach, wisst ihr was? Du bleibst hier. Ich gehe einmal kurz hier hoch. Da wollte ich nicht rein. Null. Aber jetzt dürften die Bomben ja trotzdem in die Luft. Hä? Oh, come on. Das ist... Normal fliegen die Bomben doch in die Luft, wenn man dann den Raum wieder betritt. Okay, dann nicht. Dann spreng ich das Feuer jetzt nicht. Habt ihr jetzt davon. Ihr habt's versaut. Ihr seid einfach da rausgegangen. Ihr habt's versaut. Ihr seid schuld. Okay. Gut. Abflug. Abflug. So. Hier gibt es keinen Itemraum mehr. Hier gibt es nur noch den Shop und den Stachelraum. Da gehen wir auch als erstes gleich rein. Mit Iso. Wieder so ein Raum. Diesmal aber bitte was Gescheites. Ah ja, gut. Okay, ist meinetwegen. Meinetwegen. Wobei, dann sollte jetzt eigentlich eher rausgehen, weil Schaden immer so oder so. Dann egal. Okay. PhD könnten wir noch... hohe Tierrate. Oh, und er hier. Okay, dann gebe ich jetzt erstmal die Münzen hier ihm. Hoffe auf schönes HP ab für Iso. Iso hätte eins verdient, ein HP ab. Das ist kein HP ab, aber das kann Iso auch mitnehmen. Okay. Ja, hier ist noch der Geheimraum. Ach, jetzt habe ich wieder... Yo! Jetzt habe ich aber alles Mögliche hier gleich am Start. Okay, das kriegt jetzt Iso. Und wir gehen in den Call Space. Stabiler Call Space. Danke dafür. Okay. Nicht der beste Call Space. Also die sind mittlerweile... Sind die ein bisschen enttäuschend, muss ich gestehen. Die Call Spaces. Aber was soll's. Gut. Dann kämpfen wir erstmal eine Runde. Ah, Mist. Die hängen da unten. Ich wollte gerade sagen, wo sind sie denn? Und dann waren sie hier. So. Weiter. Das sind ganz schön viele, aber macht gar nichts. Alles easy. Alles easy going. Ciao. Abflug. Noch mehr easy going. Cool. So, und jetzt müsste das Herz auftauchen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder it lives halt.
Und das können wir mit der Bibel einfach wegsnacken. Ach, das ist was. Das ist was anderes. Never mind. Jetzt ist die Maske aufgetaucht. Auch in Ordnung. Ich dachte, hier taucht Idlifs manchmal auf. Ja, was weiß ich. Scheiß drauf. Alles weg mit euch. So, und jetzt kriegst du noch aufs Maul. Das war dumm. Aber ist egal, er ist weg. Noch ein Satan-Deal. Wir gehen rein. Okay. Ich sehe da jetzt nicht so die Bewandtnis, hier irgendwas zu kaufen und dafür Herzen herzugeben. Bin ich ganz ehrlich. Na gut, wobei, das Book of Revelations brauche ich nicht mehr. Und ich kriege halt für jedes Herz dann nachher Stuff. Also das nehme ich dann doch mit. Das nehme ich dann doch mit, zur Sicherheit. Dann habe ich bei ihm keine Probleme. Und jetzt würde ich aber natürlich Isso noch gerne auffüllen. Mit Stuff. Ne? Haben wir hier blaue... Wir haben keine blauen Herzen hier. Ah, ist ja wieder dumm. Er ist ja wieder dumm. Okay, ganz kurz, dieser Pilz. Ich glaube, der Pilz ist ein starkes Tier-Up, aber gleichzeitig auch ein starkes Damage-Down. Sehe ich das richtig? Ich gucke kurz nach. Die nachfolgenden Räume verzögern sich mal wieder um einige Stunden, bis ich den Pilz gefunden habe. Da ist er. Odd Mushroom. Damage-Down, ja. Damage-Down ist nicht so, was ich will. Nee, den lassen wir sein. Den lassen wir sein. Dann nehmen wir auf jeden Fall PhD einmal mit. Alleine schon, weil ich ja... Achso, ich könnte auch einfach rerollen. Ich könnte auch einfach rerollen. Komm, wir haben genug Kohle. Okay. HP ab. Für Isso. Na, okay. Oh, und jetzt sind hier blaue Herzen aufgetaucht. Gut, nice. Dann kriegt Isso ein HP ab. Wir gucken, was noch übrig bleibt, was noch da kommt. Damage ab. Könnt jetzt Dings wieder mitnehmen. So. Noch ein HP ab. Aber jetzt würde ich dann doch sagen, die restlichen Herzen füllen wir blau auf für Isso. Weil ich kann sie ja eh nicht auffüllen da unten. Und dann sind blaue Herzen natürlich sinnvoller, dafür bekomme ich es halt voll, das Ding. Na, so ein Ding ist das. Gut, hier waren wir drin, da waren wir drin, wir haben alles gesehen, wir sind voll. Er könnte auch noch ein blaues Herz bekommen. Abflug. Wir sind komplett voll, wir haben gute Ausrüstung, wir haben Schutz um uns rum. Ich bin ganz ehrlich, ich wüsste nicht, warum der Kampf jetzt da unten schief gehen sollte. Ja, lol. Das kann ich schon nicht mal mehr mitnehmen. Stabil. Und wie gesagt, zumindest Jakob kann ich aushelfen, wenn da irgendwas schief gehen sollte. Kann ich aushelfen. So, okay. Mit der Guppy-Paw. So, hier nach Möglichkeit es sich treffen lassen. Einfach zerfetzen den ganzen Quatsch hier. Gut. Und Abflug. Moin. Ja, und wir haben ja den Slow-Effekt auch noch drin. Das läuft. Du brauchst hier gar nichts groß aufsperren. So. Bomben. Irrelevant. Ah, das war blöd. Kann ich ihn selber eigentlich slowen? Ne, ihn selber kann ich nicht slowen. Nur die Sachen um ihn rum kann ich slowen, okay. Ja, passt schon. Ah, nee, heil dich nicht. Brauchst dich gar nicht. Nee, gar nicht. Nee, du musst dich nicht heilen. Ist in Ordnung.
Aber na, ihr seht schon, dieser Damage Cap, man merkt schon, dass sozusagen der Damage nicht mehr so viel ausmacht. Ach, jetzt heilt er sich wieder. Komm schon. Es ist doch nur noch eine Frage der Zeit, bis du einen Abflug machst, ha? Du weißt es doch. Guck mal, ich habe so viel Energie, die kannst du mir nicht abziehen. Das kann nicht mehr schief gehen, Greedy. Muss ich dich leider enttäuschen, Greedy. Das geht nicht mehr schief. Kann ich mir nicht vorstellen. Dauert einfach nur noch ein bisschen. Ach, come on. Laufe ich da auch noch wieder rein. Ah, jetzt bin ich wieder auseinander. Auseinander darf ich halt nicht. Da muss ich aufpassen. Auseinanderkommen darf ich nicht, aber ansonsten ist alles cool. Nein, jetzt heil dich doch nicht wieder. Junge. Aua. Tschüss. War nett mit dir. Inner Child has appeared in the basement. So, wir zahlen noch ein, auch wenn ich es, glaube ich, gar nicht mehr brauche. Ich habe ja schon alles gemacht mit dem Einzahlen. Aber kann ja nicht schaden, wenn man schon Münzen übrig hat, dann zahlt man sie auch ein. Sehr schön. Sehr schön. Trotzdem eine Stunde gebraucht, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, so in einer halben Stunde ist dieser One durch. Ist er normalerweise auch, aber ich habe halt wieder ewig gebraucht. Ach ja. Passt. Ja, kennen wir schon. Weiter. Schön. Dann haben wir eine weitere Geschichte. Beziehungsweise unseren ersten richtigen One mit Jakob und Isso abgeschlossen. Die haben jetzt ein Greed-Symbol da oben. Hat jemand eigentlich noch kein Greed-Symbol? Apollyon hat noch kein Greed-Symbol. Was habe ich denn da gemacht? Warum hast du noch kein Greed-Symbol, Apollyon? Alle anderen haben ein Greed-Symbol, Apollyon nicht. Okay. Machen wir vielleicht nächstes Mal einen Run mit Apollyon, dass wir das Greed-Symbol bekommen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.